Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der neuen Intermezzo Hot Chili im Test. Das ist eine Special Edition, die gibt es schon seit ein paar Monaten im Supermarkt. Heute habe ich sie für euch mitgenommen. Sie ist mit scharfer Peperoni-Salami und auch sonst würzig scharf gewürzt. Ich habe sie im Rewe entdeckt und für 2,39 Euro eingesteckt. Natürlich bezahlt an der Kasse. So langsam kriegen wir es hier komplett dieses Jahr. Ich habe mir ja vorgenommen, wirklich alle neuen Pizzen und Co. und alles, was es so gibt, für euch zu testen im Bereich Junkfood und Fastfood. Und dazu gehört auch die neue Intermezzo Hot Chili, ihr Lieben. Eine Pizza habe ich noch nicht gefunden. Das ist diese eine Dr. Oetker Pizza, traditionale, mit so einer weißen Creme. Oh Gott, wie hieß die nochmal? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch die Pizza einfällt. Mir fehlt sie noch, wenn ich sie im Supermarkt sehe, nehme ich sie mit, weil ich weiß, wie sie aussieht, aber den Namen habe ich vergessen. Jetzt gibt es erstmal Intermezzo Hot Chili im Backofen, 220 Grad, circa 12 Minuten. Da werde ich sie zubereiten. Jetzt hole ich sie hier raus und dann schauen wir uns die mal an. Nutri-Score B übrigens, echt abgefahren. Und ich finde, es ist so ein idealer Snack nochmal für abends. Und jetzt nochmal in Großaufnahme, tiefgefroren. So wird sie jetzt in den Backofen wandern. Und dann sehen wir uns nachher nochmal zwischendrin im Backofen mit einer Großaufnahme wieder zur Halbzeit. Halbzeit im Backofen für die Intermezzo Hot Chili. So sieht's aus nach 6 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze. Und ich werde sie hier noch weitere 6 Minuten drin lassen und dann rausholen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus, oder? Und herzlich willkommen in der Großaufnahme zur Intermezzo Hot Chili. Jetzt frisch aus dem Backofen. So sieht sie aus. Der Rand schön braun. Perfekt terminiert, würde ich sagen. Ich werde sie gleich in zwei Hälften schneiden. Dann kühlt sie auch besser aus. Und dann für euch probieren. Und jetzt wird probiert. Und wer sich gerade noch fragt, was ist denn das Gelbe? Das sind Paprika, ihr Lieben. Mal schauen, wie scharf sie wirklich ist. Ja. Da tut sich so langsam was. Keine Schärfe, die mich jetzt wegfetzt, aber die doch so ein bisschen jetzt anfängt zu brennen. Das finde ich ganz cool. Ich würde sagen, not very hot. Aber medium hot, so medium scharf. Man merkt die Schärfe definitiv. Nach ein paar Bissen, sie kommt durch, macht es im Mund dann noch etwas heißer und im Winter vielleicht auch die Nase frei. Bin ich auch fest von überzeugt, wenn man so schön scharf isst. Deswegen liebe ich ja so Wasabi. Und ich finde die geil. Ich meine, scharfe Salami-Pizza finde ich perfekt so von der Kombi. Mag ich sehr gerne. Habe ich auch manchmal richtig Heißhunger drauf, auf was Scharfes aus dem Ofen. Und das darf gerne häufiger in meinem Ofen. Die Intermezzo Hot Chili finde ich nämlich sehr lecker und sehr gut gelungen. Ich hoffe, ich finde die noch ein paar Mal im Supermarkt. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt diese Special Edition. Also schmeckt geil. Vielleicht hätte ich mir noch ein paar Jalapenos drauf gewünscht. Dann wäre es eine 10 geworden. Aber so sind es immerhin noch 9 gute Punkte, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüssi.